Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins schmiert dir die Wände voll und ein anderes schreit. Eins schmeißt wild mit Lego rum aus Hartplastikbehältern. Doch was ich am schlimmsten finde, sind die stolzen Eltern. Was mir auf die Nerven geht, sind die stolzen Eltern. Stolze Eltern können nicht normal kommunizieren. Mitten im Gespräch krabbeln sie auf allen Vieren. Und sie reden so lang über Farbe und Gewicht des Inhalts in der Windel ihres Babys, bis man bricht. Letzten Sonntag schlief die Anna durch bis kurz vor acht. Ist ja kaum zu glauben, und was habt ihr sonst gemacht? Unser Flori isst nicht viel, das ist nicht gesund. Willst du jemand fressen sehen, dann kauf dir doch nen Hund. Kinder find ich nicht so toll, nimm mir das nicht krumm. Wenn ich mal eins halten soll, bringt mich das was dumm. Babywindeln stinken auch aus guten Müllbehältern. Doch was ich am schlimmsten find, sind die stolzen Eltern. Was mir auf die Nerven geht, sind die stolzen Eltern. Stolze Eltern finde ich noch schlimmer als die vielen Pitbull-Halter, die mir sagen, och, der will nur spielen. Stolze Eltern kann man ja im Grunde nicht besuchen, außer man hat Bock auf 2 Stunden Backekuchen. Laura hat so einen süßen kugelrunden Bauch. Na, da gratuliere ich, aber sowas hab ich auch. Laura kann schon Papa sagen, das ist voll extrem. Ich schau Lauras Mama an und frage sie, zu wem. Kinder find ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins schmiert dir die Wände voll und ein anderes schreit. Eins schmeißt wild mit Lego rum aus Hartplastikbehältern. Doch was ich am schlimmsten find, sind die stolzen Eltern. Was mir auf die Nerven geht, sind die stolzen Eltern. Stolze Eltern werden in der Gruppe noch viel schlimmer. Das bedeutet Krieg im Kinderärzte-Wartezimmer. Dort machen sie sich dann eiskalt gegenseitig platt und prahlen, welches Baby schon die meisten Zähne hat. Stolze Eltern gehen abends leider nicht mehr raus. Doch sie sagen allen, wir sind eh lieber zu Haus. Wenn man Glück hat, schauen sie noch die Sendung mit der Maus. Und sie sprechen alles wie die Teletubbies aus. Kinder find ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins kackt sich die Windeln voll und ein anderes schreit. Ich soll toleranter sein, keine Angst, ich kann es. Wenn es meine eigenen wären, wäre das ganz was anderes. Wenn es meine eigenen wären, wäre das ganz was anderes.